Und da hängt so eine neonfarbene Klitoris an deiner einen Vase. Genau. Davon habe ich mehrere. Und was ist die Mehrzahl von Klitoris? Keine Ahnung, schreibt uns. Ja, schreibt uns das in die Kommentare. Ich weiß es auch nicht. Ich bin ganz neu auf dem Gebiet, ich gehe es zu. Traditionell gibt es dieses Jahr zum Heiligabend wieder ein So wohnt. Wir sind beim lieben Armin. Wir dürfen gar nicht verraten, woher wir uns kennen. Nee. ihr werdet es erfahren. Nächstes Jahr im Frühjahr, so viel sei gesagt. Und Armin hat da, wo wir uns kennengelernt haben, mir Fotos von seiner Wohnung gezeigt. Und dann dachte ich, ich muss unbedingt vorbeikommen. Und deswegen sind wir heute hier. Und es gibt auch eine Weihnachtstradition bei dir. Ganz genau. Da wirst du uns gleich noch was zu erzählen, wenn wir davor stehen. Aber wir fangen an. Wir sind im Wohnzimmer. Du hast eigentlich zwei Wohnzimmer irgendwie, genau, ne? Genau, da ich keine Türe habe zwischen den zwei Räumen, ist Wohn- und Esszimmer ein gemeinsamer großer Raum und auch das, worin ich mich verliebt habe, als ich die Wohnung zum ersten Mal gesehen habe. Es ist auch wirklich geil, es ist wieder Berliner Altbau, sorry. Ich finde, manchmal kommen so Kommentare, kannst du mal was anderes zeigen als Berliner Altbauten? Aber Berliner Altbauten sind einfach schön. Geil, außerdem ist man froh, wenn man sowas noch findet, weil es ist gar nicht mehr so einfach. Total, und wir haben ja auch einen Altbau, aber bei uns sind die Decken ja lange nicht so hoch. Das ist ja wunderschön. Du kommst nicht ursprünglich aus Berlin, ne? Wo bist du her? Ich bin geboren in Freiburg und mit Anfang, Mitte 20 nach Berlin gekommen. Ich bin jetzt 21 Jahre hier, 43. Ah, ja. Okay. Ich bin Berliner, würde ich mal sagen. Ja, ja, Berliner im Herzen, genau, auf jeden Fall. Die Wände waren auch so, oder hast du die selber, hier ist ja überall die Tapete rund. Genau, ja, die Wände habe ich fast so vorgefunden, also ich musste keine Tapete abreißen. Alles, was du noch so siehst mit so Sichtputz, war so, wollte ich unbedingt behalten. Also es gibt auch hier oben noch einen Rest, der war auch so. Alles andere, was jetzt grau und weiß ist, war in so Wischtechnik, wie man es in den 90ern gerne hatte. War eine WG früher drin und das musste ich dann leider überstreichen. Aber ich konnte relativ viel noch retten von den Wänden, auch im Flur. Das ist überall, gibt es noch so Fragmente, die noch ganz ursprünglich sind. Es gibt so Leute, die finden, dass es aussieht, was war der Kommentar, wie bei der armen Hälfte von Big Brother. Aha, okay. Ja, wenn ich Besuch kriege von meiner Familie, mittlerweile haben sie sich daran gewöhnt, aber es gibt immer wieder Leute, die reinkommen und der erste Kommentar ist, renoviert ihr gerade? Das zweite ist immer, ihr habt keine Vorhänge. Ah, stimmt, ihr habt keine Vorhänge. So, ja, brauche ich auch nicht. Ich habe auch keine Nachbarn, ich habe einen freien Blick und ich finde, in Berlin hat man keine Vorhänge, ich muss mich nicht verstecken. Also es ist irgendwie viel, aber es wirkt überhaupt nicht überladen, finde ich. Und auch das Regal, ich glaube, da hattest du mir ein Foto gezeigt. Mhm. Da ist ja ausgewählte Deko drin und sonst eigentlich nur Bücher. Ich liebe Bücher. Ich finde, Bücher gehören in den Wohnraum dazu, weil wenn ich sie nicht habe, ich hatte mal einen Raum ohne, fühle ich mich kalt. Auch wenn da Sachen stehen, die ich gelesen habe und schon seit Jahren nicht mehr angefasst habe, aber irgendwie gehört es zu mir. Ich gehe auch immer, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, als erstes ans Bücherregal. Hast du auch vorhin gemacht. Man guckt ja, Richard. Richard ist ja der Bücherfreak hier. Was von steht uns drin? Weil das sagt das über die Bewohner aus, finde ich. Und ich wollte so sortieren nach Verlagen, weil ich habe dann irgendwie gemerkt, die haben immer das gleiche Layout, die haben die Farben aufeinander abgestimmt. Ah, ja. Und dann kann es nämlich bunt sein und ist trotzdem eine Einheit. Also das war irgendwie... Stimmt. Macht es ein bisschen ruhiger. Unten so die Großen, die nicht sind. So war es am Anfang immer dieses Chaos. Und ich finde so zwischenrein so eine ruhige Nummer, dann beruhigt es auch. Den Gedanken bin ich noch nie gekommen, aber es macht total viel Sinn mit dem Design, dass es so einheitlich dann ist. Meine Taktik war ja immer nach Farben, das fand ich auch sehr schön. Ich habe ja Bücher auch ganz radikal aussortiert. Bei uns ist Richard derjenige, der Bücher sammelt und sich wahrscheinlich eine ganze Bibliothek einrichten könnte. Aber ich finde es bei euch auch, das ist doch eine schöne, wohnliche Menge. Ich finde ja auch Bücher wunderschön. So ist es nicht. Ich dachte nur, ich werde sie wahrscheinlich kein zweites Mal lesen, deswegen werde ich sie jetzt los. Was hast du denn noch in dem Regal? Es schreit einen natürlich dieser pinke Hund an. Ich mag das ja aber ganz gerne, mal so ein Neon-Akzent. Ich glaube, das hast du an manchen Stellen. Ne? Mhm. Ich finde das ganz cool auch. Und ein Vasenfimmel. Ja. Ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat mit den Vasen, aber ich liebe dieses Biskuit-Porzellan. Okay, aber wie zeichnet sich das aus? Biskuit-Porzellan ist...
matt, also nicht glasiert. Ja. Und es gibt hier so diese ganz schönen alten Dekors mit so richtig, du kannst ganz filigrane Sachen machen. Ja. Die Batman-Vase. Ja. Mein Freund findet es furchtbar, aber ich darf es sammeln. Das Wieso? Ist okay. Was findet er daran? Für den ist es Nippes. Nippes. Ich verstehe es, ich verstehe es. Ich habe noch im anderen Zimmer, kann ich dir noch zeigen, da sind die tollen. Das ist nur so die Second Best. Es gibt ganz große. Ich bin gespannt. Und ich kann an so Zeug nicht vorbeigehen. Also ich bin dann auf dem Flohmarkt, ich denke immer so, ich habe schon 100, aber ich kann nicht Nein sagen, wenn mir dann so ein Schnäppchen begegnet. Und die anderen Sachen sind so ein bisschen gewachsen. Also es ist so, ich sammle halt Bilder. Ich habe Kunst studiert irgendwann mal vor langer Zeit und damals schon angefangen, Bilder zu sammeln von fremden Leuten, von Kollegen, getauscht, habe eigene Sachen hier. Und, das musst du uns mal zeigen, da musst du mich drauf hinweisen, wenn hier was Eigenes hängt. Das interessiert mich natürlich sehr. Immer was. Und die, hier so die Madonnen haben irgendwann angefangen, hat mir eine Freundin, die hat sie mir mitgebracht, glaube ich, die leuchtete irgendwann mal im Dunkeln. Und ich stehe auf so Kitsch und jetzt habe ich angefangen selber, wenn ich in Urlaub fahre, das ist von den Philippinen aus der Asche von Pinatubo gegossen. Also so Sachen bringe ich da. Ich will jetzt nicht sagen, aber das ist so ein bisschen schwulen Klischee auch, ne, der Kitsch. Ein bisschen schwul darf ich auch sein. Das ist tatsächlich mein ganzer Stolz. Ich finde, das ist so, ich habe immer davon geträumt, das zu haben. Mhm. Und ich habe jahrelang gesammelt. Und so wie ich es immer mache mit dem Einrichten, ich bin nicht schnell. Mhm. Also ich muss immer lange, lange darüber nachdenken und viel horten und sammeln. Und dann irgendwann platzt der Knoten und ich weiß, das ist es und dann geht's schnell. Und die, also du sammelst und lagerst es dann so lange ein oder hängst du das schon nach einer? Nee. Das lagert irgendwo, bis ein Stapel da ist. Ich habe auch wieder einen anderen Stapel angefangen mit Bildern. Die sind im Schrank versteckt, die haben noch keinen Platz. Aber ich habe schon wieder so 25 etwa. Wow. Aber noch keinen Platz und ich weiß noch nicht genau, wohin. Was ist denn zum Beispiel von dir? Also der auffälligste ist das Lego-Porträt, das bin ich. Das erkennt man sofort, finde ich. Das habe ich gebaut. Das Foto mit dem Papst ist von mir fotografiert. Dann und das sind Sachen aus dem Studium oder danach entstanden? Beides. Das Foto ist danach gewesen. Mhm. Die großen Bilder, die Malereien sind in den anderen Zimmern. Ich habe hier eher so Sachen von Freunden, die ich getauscht habe oder geschenkt bekommen habe. Die Anordnung war für dich von Anfang an so, dass du es ein bisschen wilder haben wolltest? Oder, also das war keine Option, die irgendwie so symmetrisch... Nee, ich stehe auf diese wilde Petersburger Hängung von oben bis unten. Weil so das, nennt man das? Oh Gott. Es gibt in den Museen, diese Petersburger Hängung ist eigentlich so von unten bis oben alles voll, jeden Zentimeter ausnutzen. Und was ich mag an dem ist, wenn du das so wild hängst, finde ich, kannst du ganz unterschiedliche Formate und Rahmen gut zusammenpassen, weil du hast immer wieder eine Linie, die sich irgendwo findet, also auch so ein paar Parallelen, aber dann ist man irgendwie freier in dem, wie man es hängt. Ja, das stimmt. Und wenn du so Blöcke machst, finde ich, muss es schon irgendwie... Das muss dann auch super akkurat besser sein, sonst sieht es gleich scheiße aus. Genau. Ja. Ich hatte am Anfang ein großes Bild über dem Sofa. Mhm. Und das ist wahnsinnig schwer, da was zu finden, was man erträgt. Weil das ist so ein dominantes Ding. Und hier habe ich die Möglichkeit, immer mal wieder auszutauschen. Weil ich habe jetzt ein paar neue aufgehängt. Ich habe hier diesen Hund für 2,90 Euro geschossen. Ein kleines Bildgemälde. Geil. Den liebe ich auf dem Flohmarkt auch. Ich bin einfach in Baden-Württemberg groß geworden und stehe auf Schnäppchen. Ich kann nicht anders. Und ich liebe es, dass es sowas gibt. Und bei mir gibt es dann einen Ehrenplatz. Und ich weiß nicht, wie lange der jetzt da aushält, aber jetzt für jetzt die Zeit ist das okay. Und das macht es halt auch schön, dass du halt irgendwie Sachen auch mal austauschen kannst. Ja, einfacher. Voll. Dieses Ding hat mich Jahre meines Lebens gekostet, weil ich wusste immer, was für ein Sofa ich möchte und ich habe nie eins gefunden, was mir gefällt oder was ich bezahlen kann. Ist auch wirklich schwierig, weil muss man dazu ist sagen. Ist arschteuer, also die irgendwie einigermaßen cool aussehen, da kannst du ein Auto von kaufen Auf jeden Fall. Ja. Ich bin zu Habitat rein, habe dieses Sofa da gesehen und wusste genau, das ist meins. Habe meinen Freund angerufen. Ohne auf den Preis vorher zu gucken oder war es dann an dem Punkt auch schon egal? Es war okay. Also es gab da aber du hast schon vorher drauf geguckt? Oder war das, egal was es kostet, ich nehme das? Ja, es ist so, nicht egal was es kostet, aber in dem Fall war es mir schon ein bisschen egal. Okay. Weil ich wusste, nach all den Jahren, ich habe endlich eins gefunden, was mir wirklich gut gefällt. Ich habe meinen Freund angerufen und meinte so, ich hab's. Und damals hatte ich gerade einen Job beendet und dachte so, komm, ich gebe jetzt einfach
einfach das Geld aus, ist egal. Es ist auch so ein Teil, wo ich genau weiß, es wird mir einfach jahrelang gefallen. Ja, und deshalb warte ich dann lieber 5 oder 10 Jahre, bis ich was habe und lebe mit Impro. Und dann gerne auch IKEA aus meiner Studentenzeit, finde ich überhaupt nicht schlimm. Ja. Und dann warte dann lieber auf den richtigen, auf das richtige Teil. Ich komme in 20 Jahren nochmal vorbei. Guck mal, was da ist. Guck mal, ob es dann noch da ist. Aber ich kann es mir fast vorstellen. Es ist auch wirklich schön. Es ist schön. Es ist mega gemütlich. Es sieht auch mega gemütlich aus. Und es ist auch, es passt halt überall auch hin, ne? Hm. Ja, hier ist zum Beispiel so eine Ecke, das ist improvisiert. Mhm. Das gehört hier eigentlich nicht hin. Weil, ach so, hast du extra für uns hier hingestellt? Nee, oder? Aber das war übrig, dieses Teil. Das gehörte zu irgendeinem IKEA-Möbel. Und weil wir noch nicht wissen, was hier hin soll, das wird auch mehrere Jahre dauern, bin ich mir ziemlich sicher, bis wir das richtige Teil finden, dachte ich so, ich schmeiße es nicht weg. Dann habe ich mir diese Plattencover-Dinger gekauft und da praktisch einfach ein, da ist mein Werkzeug drin und das ist einfach nur eingehängt. Und anstatt jetzt irgendwie hier was Teures zu kaufen, ich habe schöne Plattencover, die ich irgendwie vom Flohmarkt gekauft habe. Du hast Plattencover eingerahmt und hängst das jetzt einfach, clever. Statüren. Und so ganz simpel, ich liebe das dann aus so Müll, dann lieber nochmal was zu bauen, ja, anstatt jetzt cool. irgendwas zu kaufen. Und das Ding erfüllt seinen Zweck, es ist nicht schön, aber ich finde es jetzt auch okay. Also nö, aber das wertet es ja extrem auf, ne? Und das ist echt schnell gemacht. Ja, voll cool. Es gibt übrigens hier in der Ecke ein kleines Wiedererkennungsmerkmal. Ein Beweis, dass wir uns kennen. Es ist kein Zufall, dass hier etwas steht, was ich auch wo stehen habe. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr es entdeckt habt. Das ist Garland, auch Habitat. Ja. Ist eigentlich so ein Mobile aus Blech und war ganz toll, ist toll verpackt gewesen, weil es ist flach und du brichst es raus. Metall, das du einfach biegen kannst, es sind zwei. Wickelst du frei um die Glühbirne. Aber das ist schon dafür das ist gedacht. Eine Lampe, genau. Ja, ja, ja. Okay. Und cool. Da ist auch immer so, ich finde, es gibt relativ viele Dinge, die immer so auf dem Grat zwischen Kitsch und Schön wandern. Voll. Ja. Oder so scheiße, dass schon wieder, das schon geil wieder gut ist. Ja. Und irgendwie geht mein Herz da auf, wenn ich sowas sehe. Und ich finde es irgendwie in der Kombi jetzt gar nicht so schlecht, weil das irgendwie mit diesem Tisch, der auch so verspielt ist, mit diesem naturalistischen, die Blumen. Und es musste irgendwie zur Decke passen. Ja, und der Tisch ist auch relativ neu, ne? Er heißt so Coco Chanel Beistelltisch, weil Yves Saint Laurent und Coco Chanel hatten den in ihren Wohnungen. Da gibt es Interiorfotos aus deren Zeit, aus deren Wohnungen, wo der auch drin war. Und ich habe den bei einer Freundin erst gesehen und fand den mega gut. Und war dann in Freiburg tatsächlich in so einem meinem Lieblingsladen, den ich nicht verrate, weil sonst kaufen alle Leute meine tollen Sachen weg. Ich hätte jetzt fast gefragt. Und es ist wirklich mega gut, weil da unten es ist günstig und die haben immer wieder total geile Stücke, die dort unten keiner kauft. Weil es ist eben so, was in Berlin total hip ist, ist da, nicht ist da eher so weg. Ja, ja, also es ist einfach ein anderer Style. Ja. Aber es war schwer, also den zu integrieren, weil wir hatten hier erst so einen schwarzen Tisch mit dieser Kugellampe. Und dann habe ich diesen Tisch hier reingestellt und der ging überhaupt nicht, weil es ist echt schwer. Der Teppich ist auch nur improvisiert, da muss irgendwie, also man verändert einen Teil und eigentlich schließt sich so viel an. Das ja, ist ja, immer das so stimmt. Eine riesen Baustelle. So, hier haben wir noch mal die Erweiterung deiner Vasensammlung. Genau. Und das ist alles dieses Biscuit. Biscuit-Porzellan, genau. Die liebe ich ja besonders mit dem Muscheldekor. Du musst das mal anfassen, weil das so ein. Ist so ein bisschen wie Kreide. Ja, voll. Von der Textur. Ja, ja. Und das, ich liebe das. Ich könnte das wirklich so damit kuscheln die ganze Zeit. Ich finde ja, das so in der Kombination, so die ganzen Vasen zusammen, sieht total cool aus. Und ein Neon-Ding muss und immer ein sein. Neon-Ding. Aber hier unser Schätzchen, das habe ich auch sehr schön gekauft. Weil, gibt hier in meiner Nachbarschaft in der Seitenstraße gibt es auch einen Second-Hand-Laden. Ja. Und habe den Schrank gesehen und bin dann erstmal so, meinte so, ich hätte gerne ein Bild, was das denn kostet. Und dann hat mir die Dame irgendwie einen Preis genannt und meinte ich, wenn ich den Schrank dazu nehme, kriege ich es dann günstiger. Und dann habe ich tatsächlich. Ohne ihn zu wollen, eigentlich diesen Schrank gekauft. Und das ist unser Barschrank geworden. Ich habe den gut bestückt. Mit Tafellack gestrichen von innen. Aber ich wollte die Patina behalten. Also ich habe das alles so gelassen. Es wird dann immer nur geputzt, aber nicht.
Ich finde, das muss irgendwie so sein, aber ich finde gerade die Gläser sehen irgendwie toll aus. Mit total. Auch die Gläser durch das Glas, so von außen, finde ich total schön. Ich wollte hier auch nicht groß was machen. Also das ist so im Vergleich zum anderen Zimmer ist das eher, also es ist jetzt schon voll, weil jetzt irgendwie die Pflanzen sind eigentlich auf dem Balkon im Sommer. Ah, ja. Ich muss hier so ein paar Dinge reintun, aber eigentlich finde ich es schön, einfach so einen Raum zu haben, der einfach so nur clean, den Tisch ja. präsentiert und sonst und nichts. Ich finde, das beruhigt auch. Also ich finde den anderen Teil des Wohnzimmers auch wunderschön und ich finde gerade den Kontrast so geil. Ne? Ist auch cool, wenn du auf dem Sofa sitzt und hier reinguckst, ist total schön. Ich wollte extra hier keine Bilder hin, dass du eine neutrale Wand hast. Ist, ne? Und andersrum auch, hast du hier so ein bisschen so einen Ausschnitt, dann das Bunte irgendwie, hast irgendwie beides und trotzdem getrennt voneinander. Das ist auch sehr, sehr schön. Hast du das selber gestrichen? Nee, das hat war mein so. Freund in die Beziehung mit eingebracht. Das ich weiß nicht, wo es her ist. Süß. Ich fand's sieht super. So ein bisschen exotisch aus, ne? Keine Ahnung, wo das her ist, aber ich habe mich direkt verliebt. Ich finde es ja immer faszinierend, immer wenn ich woanders bin, finde ich so Sachen, wo so Kiki draufsteht, voll geil. Und bei mir kriege ich die Krise, wenn da zu viel so Kleinkram steht. Aber hier finde ich es wieder total schön. Ich kann einfach an so Zeug nicht vorbeilaufen. Das ist wirklich schlimm. Also gerade so Tierfiguren haben es mir total angetan. Ich weiß nicht warum, ich habe keine Haustiere. Aber vielleicht gerade deshalb. Ich kann so ein Eichhörnchen-Türstopper, da kann ich einfach nicht Nein sagen. Oh Gott. Mein Freund fliegt immer drüber, deshalb darf er nicht mehr auf dem Boden stehen. Schon viele Zehen. Aber der kommt damit klar oder der findet es nervig? Ach, der zieht mich damit auf, aber er lässt mich machen. Nutzt ihr diesen Erker? Jetzt steht da so ein Sessel. Meistens ist es ja nur so ein bisschen Deko, ne? Das ist auch tatsächlich der schwierigste Part dieser Erker, weil der ist schön für den Tannenbaum. Wenn er normalerweise Weihnachten ist, ist es ideal. Ja. Diesen Sessel haben wir auf der Straße gefunden, der ist vom Sperrmüll. Mhm. Und die Kissen ist von unserem alten Sofa. Ah. Und wir haben den mitgenommen, weil du die Fenster aufkriegst und der so niedrig ist, dass du trotzdem lüften kannst. Ja. Ist keine Lösung jetzt für alle Zeiten. Ich sitze da manchmal, das ist tatsächlich ganz nett, aber eigentlich, um da zu sitzen, ist es zu klein. Und ich weiß richtig, was ich mit dem Erker machen soll. Im Winter, wenn die Pflanzen da stehen, ist es okay, da kriegen die irgendwie Licht. Ja, weil das hat jetzt so ein bisschen was von Mini-Wintergarten. Genau. Ne? Aber eigentlich ist es auch ganz nett. Also ich finde es schön. Ich trinke da manchmal morgens meinen Kaffee und bin irgendwie am Laptop und gucke da ein bisschen raus, weil hier ist eine schöne Sonne, das ist irgendwie ganz gut. Ich glaube, das braucht man. Für so ungenutzte Ecken brauchst du irgendwie ein Ritual oder irgendeinen bestimmten Zweck, den du dann immer da machst. Sonst wird man es wahrscheinlich nicht nutzen. Das Highlight dieser so Wohnfolge schauen wir uns jetzt an. Wir haben diese Weihnachtsbaumtradition, Christbaum loben. Mhm. Das kommt ursprünglich aus Schwaben, glaube ich. Und eigentlich geht es so, dass du zwischen Weihnachten und Neujahr mit Freunden von Haus zu Haus ziehst und den Christbaum begutachtest und lobst. Und für jedes Lob gibt es einen Schnaps. Das ist so geil. Ich habe das noch nie gehört. Armin war der Erste, der mir davon erzählt hat. Aber ich komme ja auch aus Berlin. Ja schwierig, weil du kannst ja irgendwie, man klingelt ja nicht einfach bei den Nachbarn, wenn man die nicht kennt. Das macht man irgendwie nicht. Und deshalb haben wir halt gesagt, okay, wir machen es ein bisschen anders. Wir machen einen Baum, wir laden unsere Freunde ein, wir haben viel Schnaps hier und dann wird hier gelobt und das ist dann immer. Muss ich aber dann jedes Mal wieder loben, bevor ich einen neuen Schnaps kriege oder lobe ich ein? Achso. Zu Hause bei uns war das auch immer so, wenn der Schnaps ist leer. Wenn es langweilig war beim Essen. Genau. Das ist aber ein schöner Baum. Dann war klar, wir brauchen Schnaps. Dann gucken wir uns das jetzt mal an. Das ist ein Spiegelkabinett. Wie süß. Mit Baum haben wir selber gebaut und eigentlich ist der beste Blick, wenn du richtig reinguckst in diesen schmalen Spalt, weil dann setzt er sich sofort. Wie lange hast du da oder habt ihr da dran gesessen? Ach, gar nicht lang. Ich bin ja mittlerweile mutig, was so selber bauen anbelangt. Ich habe das, wir haben das besprochen irgendwie, wir haben lange überlegt und diskutiert, wie wir es machen wollen, weil jeder hat immer eine andere Idee. Und als dann klar war, wir machen diese Spiegelnummer, habe ich erst nach den Spiegelfliesen recherchiert, wie groß die sind und habe dann mir überlegt, wie der Kasten sein muss und dann mir das im Baumarkt zuschneiden lassen und dann war das eine Sache von einem halben Tag. Ja, voll cool. Das ging echt super fix. So, der Tisch. Erzähl.
Das ist auch so eine schwere Geburt gewesen. Diesen Tisch habe ich mir gekauft von meinem Konfirmationsgeld. Ah ja, okay. Ich habe das damals auf ein Konto gepackt, eigentlich für einen Führerschein oder fürs Auto, und habe das liegen lassen und dann irgendwann... Hast du trotzdem einen Führerschein? Ich habe trotzdem einen Führerschein gemacht, aber das lag da ewige Jahre auf diesem Konto. Und dann habe ich in einem Laden hier auch im Kiez bei uns einen Möbelladen gefunden, der macht aus alten Berliner Dielen Möbel. Und das sind alte Berliner Zimmerbodendielen. Und der hat die Möbel komplett neu daraus geschreinert. Das Bett, ist das ein Provisorium oder ist das ganz bewusst? Es ist ein ganz bewusstes Provisorium natürlich. Okay. Wir haben Matratzen gekauft in der Größe und kein Bett gefunden, was uns spontan gefallen hat. Auch schwierig. Und jetzt bleibt es halt erstmal so lange, bis uns das richtige Bett über den Weg läuft. Also ich arbeite in der ganzen Wohnung, wie du siehst, immer mit viel Bild. Ja. Also ich finde, man kann halt mit so Wandgestaltung, mit den Bildern immer einen Raum definieren. Ja. Und hier war es so, ich habe den Sessel meinem Freund geschenkt zum Geburtstag, glaube ich, und habe hier so die Leseecke, das ist so ganz schön mit dem Licht, nachmittags kommt hier Licht rein. Und dachte eigentlich so, wenn ich hier diese Wand, die man auch nicht so einsieht, wenn du im Bett liegst, siehst du es nicht, wenn du reinkommst nicht, weil es ist relativ wild und bunt, aber hier in dieser Form füllt es die Wand perfekt. Ich finde es richtig. Macht es total zu einem schönen kleinen extra Raum. Das finde ich sehr inspirierend. Da muss ich mal gucken, wie ich sowas auch bei mir integrieren kann. Den Flur, euer Flur, finde ich auch schön. Finde ich auch wirklich charmant hier mit diesem kleinen Erker, wo die Zimmer von abgehen. Ne? Ich habe eigentlich überlegt, auch hier einen Teppich hinzustellen. Ja. Fand Sebastian too much, aber eigentlich fand ich auch, es könnte ein kleiner eigener Raum sein. Ja, aber hast du auch oder ihr, du bist hauptverantwortlich für die Gestaltung, oder? Ja. Wieder schön gemacht mit diesen Ecken und das ist so, ist diese Detailverliebtheit, ne, die so den krassen Unterschied macht, dass man halt in so einer Ecke dann ein kleines Regal hat mit Deko und auch wieder Bilder. Ich finde es total schön, weil das, weil der Raum dadurch so schön genutzt wird. Das ist ein bisschen, das war auch nicht so einfach, der Flur, weil wir haben wahnsinnig viel Schuhe und wahnsinnig viel Klamotten generell. Mhm. Und ich finde charmant, halt so, wenn du... wir sagst. Wir haben beide viel. Okay. Und das war immer das Problem, wenn du reinkamst irgendwie und du hast große, wuchtige Sachen irgendwie, wirkt das... Also ich hasse das, wenn ich in eine Wohnung reinkomme und du bist so erschleckt. Ne? Ja, ja, total. Und das ganz weglassen wäre schön für den Raum, aber das ist mega unpraktisch, weil wo kriegen wir unsere Sachen unter? Ja. Und das war dann so der Kompromiss. Dann habe ich auch gedacht, so, dann mache ich lieber wieder viele Bilder an die Wand, dann wird es wohnlich und hat trotzdem was... Und bleibe tief mit den Möbeln, dass ich den Blick frei habe. So, jetzt zeig mir mal das Ausmaß eurer... Klamottenvorrats. Das ist ja mein Lieblingsraum, der jetzt kommt. In den habe ich mich direkt verliebt. Ich habe da auch schon mal drin gewohnt für ein halbes Jahr. Ich habe mal hier das Zimmer untervermietet und bin dann in unsere Kleiderkammer gezogen. Da gibt es nämlich nicht nur Klamotten, sondern auch ein Hochbett. Und man schläft mega gemütlich. Es ist wie in einer Höhle liegen da oben. Und dieser Raum mit Fenster ist, tritt ruhig mal ein. Das ist wirklich cool, dass es ein Fenster hat. Aber das ist ja wirklich der Traum unser Ankleidezimmer. Eines Ankleidezimmers. Aber wie du siehst, es ist mega voll. Wir haben irgendwie, weil wir Business-Klamotten und also wir haben einfach viel. Ein Teil unserer Beziehung schmeißt nicht gerne Sachen weg. Wir lassen sage mal nicht offen, mehr. Welcher Teil das ist. Und jetzt sammelt sich hier so ein bisschen, mir schon angebaut. Wir haben Gäste ab und zu oder wenn einer schnarcht, was wir beide mal tun, ist das ganz gut, so ein Ausweichquartier zu haben. Nach der dritten Flasche Wein schnarcht man auch mal gerne. Auf jeden Fall. Und deshalb wollte ich auch, dass der Raum trotzdem irgendwie gemütlich ist, weil hier oben eben das Bett ist. Ich will dann nicht in so einer Rumpelkammer wohnen und liegen. Klar. Das ist total wichtig, dass auch wenn man so einen Raum hat, dass man den nicht einfach vollmüllt. Ne? Ja. Dass man es wirklich effektiv und ordentlich auch nutzt. Das
das Herzstück jeder Wohnung. Man sagt immer, die besten Partys sind in der Küche. Ja, bei uns auch so. Man sitzt hier viel. Und woran liegt das? Meistens, also ich kann mich erinnern, es lag meistens daran, dass die Küche der einzige Raum war, wo man rauchen durfte. Stimmt, früher war das so. Ne? Was ich total absurd finde, weil ich denke so, ich koche hier, ich esse hier, ich will doch hier nicht vollquarzen. Ja, aber meistens, weil die Küchen, glaube ich, relativ klein sind, man kriegt es schnell gelüftet. Es gibt meistens keinen Stoff, wo sich das ablagert. Auch das, ja. Das sieht so ein bisschen großküchenmäßig aus. Sind es auch so Sachen aus einer... Ist von IKEA, gibt es leider auch nicht mehr. Ah, okay. Ist mega beliebt. Ich versuche die ganze Zeit noch einen Schrank zu kriegen. Hier wäre nämlich was frei. Diese Dinger sind mega beliebt, weil die günstig waren und aber von der diese Edelstahloptik und die werden hat halt was wie Großküche. Gebraucht, hochgehandelt. Ist teurer als früher das Original. Krass. Unvorstellbar. Aber was gut ist, du hast eine richtig große Tiefe und du kannst es einfach, also ich habe da überhaupt kein Problem damit, Fleisch oder sowas auf der Arbeitsfläche zu machen. Ich finde das irgendwie, das ist alles super. Den Tisch hat mein Uropa mal gemacht. Wow, also es sind so alte Stücke in der Kammer. Gibt es noch so einen kleinen Schrank, der auch alt ist. Also ich mag das hier so einfach auch Dinge zu haben, die eine Geschichte haben und voll, die leben. Den Tisch finde ich auch wunderschön. Aber ich finde auch hier wieder diesen Blick in dieses Kämmerchen rein. Oh, das hat sowas Landhausmäßiges. Ich find's wunderschön. Sag nicht Landhaus. Ich weiß ja gar nicht, warum Landhaus so negativ konnotiert ist. Ich meine damit so ein französisches Bauernhaus. Landhaus klingt irgendwie altbacken. Ja, nicht. Ich weiß, was du meinst. Und mir hat auch mal jemand so Möbel geschickt oder Möbel gezeigt, die er unter Landhaus versteht. Und bei mir war das was ganz anderes. Weil für mich ist sowas halt, wie gesagt, so französisches Bauernhaus. Sagen wir französisches Bauernhaus. Ja, damit kann ich gut leben. Schmeiß nicht gern weg und ich kaufe nicht gern Quatschsachen. Das sind alles Marmeladengläser, was weiß ich was, die ich super gut finde. Also ich habe, wenn ich das jetzt kaufen würde und alles einheitlich aussieht, das wäre wieder was mir nicht gefallen würde, weil das finde ich so ein... Echt, wir waren letztens in einer Wohnung, da war das alles einheitlich und da waren die alle einheitlich gekauft und das fand ich auch sehr schön. War auch gut. Ja. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Es war sehr schön, sehr inspirierend. Ich hoffe für euch auch. Hat total Spaß gemacht ja. Mit euch. Dir geht's auch wieder gut, ne? Aber musst du mal ein bisschen jetzt beim hier näher am Geschehen sein. Und wir wünschen euch einen schönen Heiligabend, schöne Weihnachtsfeiertage. Und lobt den Baum. Und lobt den Baum, dann gibt es einen Schnaps, genau. Wer die Tradition noch nicht kennt, sollte auf jeden Fall da eingeführt werden. Ich finde, es ist eine sehr charmante Tradition, auch wenn ich gerade keinen Schnaps trinken kann. Dann gibt es nächsten Sonntag noch ein Aufräumvideo, passend zum Ende des Jahres. Man nimmt sich ja immer so Sachen vor und so. Und dann nächstes Jahr genauso weiter. Juhu. Juhu. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.